So Leute, bereit für gute Laune am Samstag? Da klar, auf jeden Fall, ist doch jeder irgendwie. Ich kann nur hoffen, dass ich gegen die Peach-Kopie mit blauen Haaren und der roten Krone denn mein Rätselspiel auch gerätselt kriege, denn mehr als rätseln kann ich ja im Grunde gar nicht. Ist doch mies, ich find das voll übelst dreckig. Ha. Ich sag einfach Z. Das sieht so aus, als ob er die Hände nach oben hält. Und ich hab damals recht. Haha, wie geil. Ich hab einfach nur, also ich wusste ja, dass ich beim letzten Mal den Mund gesehen habe. Da hat er den Mund groß aufgehabt. Und jetzt war der Mund nicht zu sehen. Und das heißt, der Mund war klein. Und es sah so aus, als ob die Arme nach oben gehalten wurden. Also dachte ich, drücke ich einfach nochmal Z. Und ich hab's geschafft. Ich hab mir nochmal Geld geholt. Das ist ganz gut, weil ihr Partner ist alles andere als easy aufs Korn zu nehmen. Der hat einiges drauf. Boah, die rennt gleich richtig los. Das Problem ist nämlich, der hat sowie offensive, sowie auch defensive Fähigkeiten. Das ist natürlich auf der Map hier gerade sehr... Oh! Jetzt hat er 4 Angriffe und 4 Verteidigungen, kriegt ständig Münzen, aber kostet auch 10 Gehalt. Das ist natürlich extrem teuer. Ich hab hingegen meinen mit nur einem... es geht gerade so rum, nicht wahr? Gut. Einholen kann ich sie wohl oder übel nicht, aber ich kann mir einen Partner holen. Cooper steht ja offensichtlich gerade in der Offensive, also denke ich mal, oh, ich komme dann auch auf Shy Guy und wenn ich da verliere, dürfte ich da einiges an Geld verlieren. Ich nehme erstmal einen Partner für hinten, weil die wechseln ja dann sowieso dann dauernd. Und ich krieg Baby Bowser. Ach du Scheiße. Ob das so gut ist? Naja, gut, auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, ich kann meine Münze irgendwie verdoppeln oder so. Das hoffe ich aber mal. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht dieses Würfelspiel oder... Oh Gott. Oh, ich habe das Kistenrätselspiel. Habe ich gerade gesehen. Da Toad und Baby Bowser. Aber ich habe doch Baby Bowser als Partner. Bringt der mir nicht Glück? Na gut. Vielleicht auch eher nicht. Wir müssen eine der 2 Kisten auswählen, um halt zu multiplizieren mal 2 oder gar nichts zu kriegen. 3-mal darf ich raten. toll. Ich bin Rechtshänder, ich liebe einfach rechts. Ich glaube, das, was ich da gerade... Wie hatte ich erst links im Gefühl und dann habe ich... Nein, ich hatte recht! Yeah! Du. So, ich könnte das natürlich nochmal pokern, aber... Pff, nee. Dafür ist mein Geld zu wertvoll. Außerdem sind 54 Münzen alles andere als schlecht. Und auf 108 zu pokern wage ich gar nicht erst. Bam, bada! Und dadurch verdoppel the money! Ching, 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 ching! Juhu! Mario ist wieder mal... Nee, ist er nicht. Ich dachte schon, Mario ist wieder die Wiener. Gut, haben wir jetzt genug Geld und sowie eine Offensive, sowie auch eine Defensive. Und da ist der Partner weg. Sie hat kein Geld mehr gehabt. Du. Fail. Leider holt sie sich gleich einen neuen. Ist natürlich jetzt nicht so günstig. Tschaboing, und sie kriegt... Buhu. Ach, du Scheiße. Ein eher offensiver Kämpfer. Und ich denke mal auch... Ja, den steckst du nach vorne. Hätte ich auch gemacht. Ist natürlich ungünstig, weil Baby Bowser in der Defensive hält so gut wie nichts aus. Tschaboing! Und danke für die Münzen. Ching, ching! Kommt mir natürlich sehr günstig. Mittlerweile muss ich allerdings auch schon 4 Münzen zahlen. Und Alter, wenn ich die jetzt nicht gut würfel, dann bash die mich im nächsten Part richtig um. Das heißt, ich muss irgendwie laufen. Na gut, wirklich viel ist das jetzt nicht. Oh, ich darf umdrehen. Swoop. Und damit ist nun Cooper in der Defensive treffend und Baby Bowser in der Offensive. Ich finde das ganz passend, weil ihr Buhu ist nun in der Defensive. Das passt mir ganz gut eigentlich. Und da ist Shy Guy für sie. Mal gucken, ob sie das richtig kriegt. Na. Wenn sie nämlich Münzen verdoppelt, kann sie Buhu noch eine Weile behalten. Wenn nicht, dann dürfte es jetzt knapp werden, die nächste Runde. Da hat sie nämlich bloß eine Münze. Oh, 2 zu 16. Und zwar im Kettenhund Kuchenbett fressen. Dum-dum-dum. Glücksgeist, gute Gabe. Ja, das ist wirklich eine gute Gabe, weil mit dem 2 zu 16 Verhältnis, ich hab auch weh. Nie wieder Kuchen. Was, ey, was, sie nimmt den Kleen? Na gut. Aber er will doch gar keinen Kuchen. Ähm,
Fail, würde ich sagen. In der nächsten Runde gehört Daisy denn der Partner nicht mehr. Haha, Fail. Und ich darf jetzt in meiner Würfelrunde umdrehen. Hammer on the Schädel. What? Bash! Oh, los! Tut mir mal leid. Ja, so gar nicht. Gut, aber jetzt müssen wir das Mädel erstmal einholen, weil nächste Runde geht die sowieso am Partner vorbei, also ist es eigentlich egal. Ohne 10! Das könnte ganz gut sein. Lauf nach vorn. Ich glaube, ich nehme mir einen neuen Offensivpartner. Ich finde, Bowser ist zwar ganz günstig, weil er halt manchmal Bowser wird, aber... Ach gut, das hat sich dann ja wohl erledigt. Aber immerhin gibt es ja 10 Münzen Bonus und auch das kann ja immer hilfreich sein. Also weiter geht's, ohne irgendwelche Veränderungen. Und ich krieg nochmal 5 Münzen Bonus. War das nicht vorhin erst noch 3? Und der Buhu ist weg. Ich will mal... Ach so! Es kann natürlich sein, dass auf irgendwelchen Runden da mehr Münzen abgezogen werden, weil ich habe auch schon 8 Münzen gesehen. Ist ja crazy. Wähle nun deinen Partner! Den finde ich nur zu guten. Ja, natürlich hätte ich auch noch vorne gemacht. Oh, und sie stürmt natürlich richtig vorwärts. Oh nein. Ich weiß, was jetzt passiert. Ich werde hier würfeln. Und zwar was, naja, vergleichsweise hoch ist, aber vielleicht nicht hoch genug einfach. Denn sie wird jetzt zu mir gebeamt und darf nächste Runde dann hinter mir hinterherlaufen. Scheiße! Irgendwas Gutes. Geschwinde Gewinde. Und da heißt es wieder mal Button Smashing Time. Das hatten wir ja schon mal. Mit dem A, B abwechselnd, nicht wahr? Genau. Banana, so gegen den Uhrzeigersinn ist links rum gut. Rechts rum ist also... steht der Putin. Ach Gott, der Knopf steht ja mal da. Dürfte also kein Thema sein. So, stopp. Und twack. So, schneller. Daisy ist mir eng auf der Spur. Noch ein Stückchen. Oh Gott, sie war schneller als ich. Nein. Ich hab aufgeholt. B. Boah, das wird knapp, das wird richtig knapp. Ah, Button Smashing. Ja. Daisy hat einen Fehler gemacht, ich habe mir Zeit erkauft. Und da heißt es Trappen für mich. Ich bin eher als Daisy im Ziel. Mario hat gewonnen, yeah. Geile Sache. Das heißt für mich wieder neue 10 Münzen. Aber ob das... 20 Münzen sogar. Tschaboing. Und jetzt dreht sich der Typi ganz unauffällig zur 5 zurück. Na komm schon, Der Countdown ist wieder oben. Aber ob das so hilfreich ist, ich glaube, Cooper wird in der Abwehr nicht alles abhalten können, denn er hat ja einen Angriff mehr, als ich Verteidigung habe. Haha, scheiße. Ah, ich drehe um, geil! Jetzt steht ihr Typi in der Abwehr, aber sie läuft wieder von mir davon, ist doch scheiße. Oh, sie macht nur eine 3. Und sie dreht wieder um. Ups. Oh Mann, ich brauche mal eine vernünftige Zahl. Oh, nicht drehen. Nee, ich dachte schon, ich drehe nochmal um. Und Power Plus. Ja, Upgrade Power. Yeah. Bringt mir allerdings nichts, weil ich kann beim Start nicht vorbei. Oh, das wird richtig teuer jetzt. Lauf mal, komm mal richtig nah ran. Ja, genau, das dürfte gut gehen. Nee, so weit kommt sie nicht. Oh, die holt sich jetzt eine Abwehr, scheiße. Oh, Mist. Und sie holt sich natürlich eine Abwehr. Ist doch ganz logisch. Oh, sie hat das Glücksroulette. Du bist doch ein Cheater, Alter. Der Kettenhund. Oh, der ist so dreckig. Aber der kostet richtig viel Knete. Ach, die hat ja schon, muss noch... Ach, ist ja süß. Oh, sie dreht um. Lol. What the fuck?
Umdrehen fände ich viel geiler, dann hätte ich nämlich rückwärts laufen können und hier richtig eine reinwürgen können. Haha. Oh nein, Endstation. Warum das Minispiel? Boah, das ist doch so kackenasozial. Ich gehe jetzt einfach nach Gefühl, okay? Also ich... Man hat gesehen, dass man den PC nicht die ganze Zeit kopieren kann, weil... Obwohl, der weiß immer, wo es lang geht. Oh. Also ich wäre auch so recht geblieben, das war mein Gefühl. Und mein Gefühl täuscht mich natürlich wieder. Und die geht natürlich nach links. Und ist kurz vorher noch nach rechts. Ey, die haben ein solches Glück, die PCs. Ey, das ist so cheatrig. Ey, die wissen immer auf Anhieb, wo der... Ey, das ist so... Also... Ich sag da jetzt einfach gar nicht mehr zu. So, da geht's schon weiter. Ich sag da gar nichts mehr zu. Das Dumme ist jetzt natürlich, die hätte in der nächsten Runde natürlich nicht mehr 11 Münzen gehabt, um ihre Leute zu bezahlen. Nun kann sie ihre extrem harte Offensive beibehalten, was natürlich für mich in dem Moment sehr ungünstig ist. Auch wenn mir mein Upgrade wahrscheinlich die Piranha-Pflanze einmal abnehmen würde. Allerdings lange würde das nicht gut gehen. Weil die auch ohne Upgrade ein verdammt hohes Offensivprogramm aufweisen kann. Und mein Upgrade lässt natürlich jetzt auch noch nach, was natürlich total dumm ist, dass man das hier immer am Start kriegt. Ich wünschte, ich könnte es mir aussuchen. Also er gefällt mir in der Defensive eigentlich ganz gut. Ich will eine andere Offensive haben. Oh, das Glücksroulette. Ich habe natürlich dadurch jetzt ein bisschen Glück. Was nehme ich mir denn da? Ich hätte gerne die Piranha-Pflanze. Genau, und damit habe ich die knallharte Offensive für mich. Und ob das so gut ist... Ich weiß es nicht. Oh, sie hat einen Würfel für mich gefunden. Finde ich übelst Porno irgendwie. Gut, von einem Minispiel zu einem... Naja, Münzfeld-Gedöns. Oh, das ist hoch. Wenn der den Extra-Würfel findet, dann kriege ich voll einer reingewirkt. Oh Gott, ein Upgrade! Ach du Scheiße. Oh oh. Aber nächste Runde kannst du das nicht mehr zahlen, Alter. Was Kleines, was... Oh, ich habe gesagt, was Kleines, Mann. Du machst nie das, was ich will. Oh, das ist doch Fail. Ey, ich laufe so weit will ich gar nicht laufen. Ja, dann lauf weiter. Nein, nein, 1 bringt mir gar nichts. Ja, gib mir noch mehr Geld, das wäre natürlich noch richtig geil. Schling, schwing, geil, mein Tarzan-Spiel, ich liebe es. Weil die Musik ist so übelst geil, irgendwie so. Die hat übelst cooles Feeling. Bam, bam, da Liane loslassen. Also wird es wieder mal Zeit, ein langes Ding zu schwingen, nicht wahr? Peach, Quatsch, Peach sag ich schon. Daisy dürfte da erhebliche Nachteile haben, denn sie hat ja gar kein Ding, was sie schwingen kann. Und zappa, wow. Und hepp, und heppa! Hepp und heppa! Zappen! Oh, scheiße. Voll durchgeknuspert ist doch mal übelst mies. Oh, shit, das war viel zu früh. Oh. Ah, shit, was war das denn gerade? Warum hast du nicht eher losgelassen? Du wird ganz gechillt. Zapp! Nein! Die Liane war halt genau am falschesten Ort, an der falschesten Zeit. So, jetzt schnell, 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 schnell! Und heppa! Und hepp. Und heppa. Und zepp. Und swee heppa. Ich bin im Ziel angekommen. Die Alte hatte nicht so wirklich Übung, ein Ding zu schwingen. So schön scheint sie dann ja noch nicht zu sein, weil dann wüsste sie eher... Also ich vertiefe das jetzt nicht weiter. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Einmal Chaboing und wieder 10 Münzen vor mir. Bis jetzt läuft es alles mehr oder weniger ungünstig. Die Kampfkraftverhältnisse sind sehr ausgeglichen. Keiner gibt sich groß defensive Blöße. Ein gutes Defensivspiel gerade. Und da ist das Geld alle. Keine Partner mehr. Für Daisy ein herber Schlag. Oh, damit holt sie extrem weit auf. Weit genug, um vor mich zu laufen? Das wäre natürlich ideal. Aber ich glaube, mit Bonuswürfeln und allem drum und dran. Oh Gott, sie holt sich einen Partner und gleich ein Upgrade dazu. Ich hoffe, nix. Oh, das dürfte offensiv sein. Mist. Scheiße. Mit dem Upgrade kostet er allerdings 6 Münzen. Das hält sie keine 2 Runden aus. Allerdings hat er jetzt 4 Angriff.
Oh oh. Ich sollte möglichst schnell ganz weit weglaufen. Ja, das sieht gut aus. Auch ich gebe mir keine defensive Blöße hier. Immer wieder mal versuchen, den Ausgleich zu finden. Also ich behalte auf jeden Fall die Piranha-Pflanze, aber die ist geil. So, was hole ich mir ein Defensives? Oh, die Ultimate Defense mit Wump. Der war aber auch ziemlich teuer, oder? Ja, also insgesamt 8 Münzen. Oh, ich krieg ein Upgrade. Oh, nee, doch nicht. Schade. Oh, das ist natürlich extrem fail jetzt. Jetzt hast du der Offensive in der Defensive und der Defensive in der Offensive. Oh, fail. Toll. Darf sie natürlich nochmal umdrehen, gleich nochmal einen Partner mitnehmen. Oh Mann, ey. Komm jetzt zu nichts. Gut. Hat sie holt sich hinten einen neuen Partner? Und zwar Goomba. Der eigentlich eher für die Offensive geeignet ist als für die Defensive. Eine eher schlechte Wahl. Aber na gut, wir werden es ja sehen. Oh, danke für Geld. Ching, ching, ching. Cool. Kohle. So, ich muss mir natürlich jetzt was einfallen lassen, weil ich muss möglichst wieder drehen. Oh, toll, ich kann mir gleich einen neuen Partner holen. Eigentlich will ich das gar nicht, denn eigentlich sind die zwei nicht schlecht. Hey, ich will keinen neuen Partner. Kann man das nicht ablehnen? In dem Fall will ich vorne einen neuen Partner haben. Weil der ist für die momentane Offensive ja sehr ungeeignet. Die Bombe dürfte schon interessanter sein. Was konnte die überhaupt nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, die hat ja mal 1-1 Werte. Ach du Scheiße, ist ja lame. Ja, ich darf natürlich erstmal Kohle zahlen. Scheiße. Warum rennt Daisy ja nicht mir mal hinterher? War ich nie ihr? Irgendwie drehe ich es immer so scheiße, dass man sie das Vorteil hat. Was ein bisschen kacke ist. Toll, sie holt sich natürlich noch mehr Geld. Ich muss da mal irgendwas machen hier. Ich komme hier absolut gar nichts zu gar nichts. Toll, ich krieg Münzen. Oh, es gibt wieder ein Minigame. Oh oh. Oh, um 30 Münzen. Naja, das könnte was jetzt los ist, von Vorteil sein. Und wir kamen in den Turbo-Tunnel. Der mich irgendwie an einem F-Zero-Spiel erinnert. Aber na gut, das spare ich mir mal. Links im Uhrzeigersinn, also so rum und so rum, gut. Hauptsache den Blitzen ausweichen. Auf der Karte sieht man aber ganz gut, wo die Blitze sind. Also da kann man sich dann schon mal vorbereiten. La 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 la. So, gleich müssen die ersten Blitze. Oh, oh, shit. Oh, ich hab das nicht gesehen. Mist. Gleich kommt Blitz-Action. Yeah! Das läuft gut, das läuft gut. Bald kommen die nächsten Blitze. Haha, ganz easy peasy, einfach durchgeschlitzt, geslitscht. Alte Scheiße. Badam, bam, bam, badam. Und damit hat Mario gewonnen und 30 Münzen für sich organisiert. Was natürlich für unser Gehalt nochmal ein ordentlicher Schwung ist, nicht wahr? Weil wir haben ja momentan gerade nicht das billigste Gehalt mit 8 Münzen. Boah, geil, Schaboing! Richtig Kohle in der Kasse. Ah, geil. Ja, Goomba ist natürlich in der Defensive da ein bisschen schlecht. Ich könnte jetzt natürlich Glück haben, dass er mir vorbeiläuft. Mit einer relativ niedrigen Zahl kann ich nächste Runde angreifen mit Bomb-Bomb. Das wäre wenigstens erstmal ein Angriff. Und das ist passiert, dass kein Partner angreifen könnte. Haha. Und sie zahlt Kohle an mich ab. Was natürlich auch ziemlich nice ist. Oh, ich darf danach umdrehen. Oh, ist das so gut? Bomb-Bomb attacks. Der kann nämlich direkte Angriffe auf die Lebenspunkte organisieren. Und nun kriege ich wieder die Offensive. Haha. Das heißt, Piranha-Pflanze ist nur wieder genau an der richtigen Stelle. Die Peach hingegen hat keine... Mach was Niedriges, bitte was Niedriges. Boah, das könnte gut gehen, das könnte gut gehen. Sollte ich nochmal in den letzten 5 Runden nochmal alles in die offensive Richtung drehen? Wäre natürlich sehr awesome. Ich brauche jetzt eine...
Boah, über eine 3. Komm schon. Ja, das passt sehr gut. Dafür gebe ich mich allerdings defensiv jetzt völlig schutzlos hin. Weil die mich nächste Runde im Rücken angreifen kann. Aber erstmal dafür, Bash, Volltreffer. 3 Lebenspunkte abgezogen. Oh, und... Oh. Eine 2. Oh, nee, oder? Fail! Ich will nicht mein ganzes Geld verspielen. Ich will Nein sagen. Oder ich will mir festlegen dürfen, wie viel ich setze. Boah, das... Boah, okay, das ist eindeutig. Das ist sehr eindeutig. 2 zu 64. Aha, ist ja lame. Ach, ja, ist ja gut. Das ist zu süß. Ich bin am Verhungern. Klingt ja eigentlich eher für den Kleinen. Aber der Große hat die besten Raten, also nehme ich den mal. Om nom nom, knusper, knusper. Der Kleine hat gar nichts geschafft. Haha, lame. Aber er sagt doch, er ist am Verhungern. Vielleicht so sehr am Verhungern, dass seine Kraft keine Kraft mehr hat zum Essen. Denn nun verdopple ich tatsächlich nochmal mein Geld. 226 Pinunskis! Tschatsching! Geil! Ach ja, Mario, du genießt es im Rampenlicht zu stehen, nicht wahr? So, allerdings, wie gesagt, gebe ich mich jetzt völlig offen für die Defensive. Fail. Aber die Zahl ist nicht so hoch. Oh, jetzt bin ich fällig. Das geht nicht gut aus. Oh, Schlitz! Autsch. Das war ein harter Treffer. Und sie holt sich natürlich jetzt nochmal 10 Münzen und eine Abwehr. Wenn die allerdings nicht 3 Abwehr hat, dann dürfe ich nächste Runde, wenn ich sie treffe, dann gewinnen. Oh, Glücksroulette. Du, 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 du. Na toll. Ich glaube, der hatte 2 Stärke, also 2 Verteidigung, nicht wahr? 2 HP. Ja, das dürfte gut gehen. Wenn ich jetzt bis nächste Runde dahin komme, dann dürfte ich diesen Kampf gewinnen mit 3 Leben. Dürfte kein S-Stern sein, aber... Ja. Das ist gedidded. Battle! Dum, dum, dum und Attack! Piranha-Pflanze Smash! Und natürlich noch Rest-Damage gegen Daisy. Ah, scheiße! Du bist down, Mann. Und damit ist es vorbei. 3 zu... Nee, Moment. 5 zu 2 habe ich diesen Sieg für mich errungen. Die Piranha-Pflanze hat offensiv natürlich durch Changen und Co. sehr viel Glück gemacht. Das war natürlich ganz nice. Hätte sie allerdings an der Stelle nicht einen Würfel gefunden, hätte ich dann nochmal umdrehen können und hätte nochmal offensiv und naja. Dann hätte ich vielleicht 5 zu 0 gewonnen. Aber na gut. Ich kack mich mal nicht aus. So, Fabine, Herzheile, bla bla bla. Wissen wir doch. Nun, es wird Zeit, die Ergebnisse bekannt zu geben. Und alle stürzen ab. Und wer wird aufgefangen? Daisy, sie hat nämlich, nein. Ich dachte schon, jetzt kommt wieder irgendein mieser Trick von Millennium Stern, weil er die Olle geil findet. Der Sieger heißt Mario. Schade, die Frau wäre mir lieber. Ja, das war mir klar. Und ich krieg wieder mal mein Feuerwerk. Und ich bin wieder meine Wiener. You are the winner. Nee, wir gucken uns die Details jetzt nicht an. Wir sind hier relativ... Oh doch, Tatsache, ein S-Stern. Geil. Schon der 7. Oh yeah. Ich denk mal, da habe ich doch gezeigt, dass ich doch auch in Blind Let's Plays ein bisschen was drauf hab, nicht wahr? Oh, hallo, ist aber schlecht, Mann. Und damit ist Mario doch der Schönste. Aber nur weil wir gerade Daisy mächtig die Fresse poliert haben und nun brauchst du erstmal eine neue Zahnprothese. Oh nein, unmöglich, ich habe noch nie verloren. Nicht mal gegen Papi. Oder so ihre Worte. Du hast dich tapfer geschlagen. Nun gib mir deine Sammelkarte. Wir kriegen das Challenge-Sternchen, weil Mario auch so geil aussieht. Er kann sich immer noch keinen Rasierer leisten, um sich endlich mal seinen Schnurrbart abzurasieren. Das ist voll out. Aber na gut. Beauty. Was mich schief? Also ich habe keine Ahnung, was das in Deutsch heißen würde, aber ich würde mal von der Farbe ausgehen, dass da Waluigi mir in der nächsten Runde entgegenkommt. Dum, dum, dum. Oh yeah! Ein Gottor! Und wieder mal voll ins Kreuz. Hallo, Dri? Wartet! Du schon wieder. Buh, Bowser. Diesmal gibt es kein Entrinnen. Um das letzte Sternchen musst du gegen mich kämpfen.
Was, aber das Hallo-Sternchen ist nicht hier? Was? Lol. Ist es doch. Boah, Luigi, du alter Stinker. Das Hallo-Sternchen wurde gestohlen. Wer ist das? War das Waluigis erster Auftritt? Auf jeden Fall eine geile Musik. Von dem gab es auch noch nie ein normales Spiel, oder? Meine, nicht wahr, Luigi. Wenn du das Hallo-Sternchen haben willst, ernenne mich zum Superhelden. Was? Imitiere nicht meinen Stil. Wenn du was zu sagen hast, dann komm doch her, Mann. Ich zeig dir die Macht des Koopa-Königs. Lol. Oh, hat die einen riesen Fuß, Alter. Waluigi ist die Nummer 1. Mario, besiege meinen Feind. Räche mich. Ah, ich werde ohnmächtig. Na los, Mario. Das letzte Gefechtsspielbrett in Waluigis Island. Oh. Gefechtsspielbrett ist kein Duellspielbrett, oder? Hast du Bowser? Ich muss Bowser rächen. Ja, klar. Oh, König Bowser. Ja, holt eine Trage, Verletzte. Okay, das ist ja natürlich ein bisschen krass hier irgendwie. Und es gibt Waluigi's Island, eine neue Map. Alte Scheiße, jetzt wird's aber richtig interesting hier. Ich würde sagen, das machen wir halt im nächsten Part. Bis dann wieder, würde ich wieder mal sagen, viel Spaß. Bis dann wieder mal, macht's gut, haut rein und ciao. Und seid nicht zu gespannt auf die nächste Map, denn ich bin's auf jeden Fall. Und ich glaube, meine Spannung reicht schon. Bis denn.